Ah, jetzt AX war das, nicht C? Ach so, ah, das muss einem auch mal einer erklären. Auf C wechsle ich auf Doppelschwert und auf X wechsle ich auf Einfachschwert. Okay, das muss einem auch mal einer sagen. So ein Quatsch. Dass man hier das so blöd nur dargestellt kriegt im Spiel und man seine Steuerung aus irgendeinem Grund nicht nachgucken kann. Oh, doch, toll. Nein! Oh, im letzten Moment gesehen. Geht ja gut los. Jo, Rudi. Guten Slurk, RNG, wünsche ich dir. Piep, piep. Scannen. Wo? Oh. Ah, hier. Dieser Weg ist versperrt. Laserschranke. Los, wir kommen später wieder. Ich werde der neunten Schwester deinen Kopf bringen. Ich drück immer V. Ich drück jedes Mal V zum Ausweichen. Ja, wenn ich das wenigstens umlegen könnte, ja, dann wäre es ja in Ordnung. Wenn ich mir das wenigstens... Das ist bestimmt, da brauche ich bestimmt irgendeine neue Macht für. Irgendeine neue Macht, um da oben was mitmachen zu können, um diese Tür hier zu öffnen. Aber das kann ich, glaube ich, noch nicht. Weil ich kann ja auch noch nicht... Lichtschwert werfen oder so. Das muss noch. Ich muss bestimmt mein Lichtschwert da reinwerfen. Und da ist auch irgendwas hinter irgendeinem Vieh. Okay, machen wir aber erstmal weiter auf Fleisch. Geil. Ich kann das Fleisch zerhacken. Das gefällt mir. Da ist irgendwo hier drin. Ja, komm ich. Halt dich bereit. Was ist, wenn ich nach da gehe? Ah, guck mal, hier ist sogar was. Interagieren. Ja, das ist so ein Machtriss, oder? Machtessenz erhalten. Maximale Macht erhöht. Nice. Meisten Spaß in diesem Spiel macht Fleisch zerschneiden. Haben wir einen Eindringling? Zittrill und drücke Z, um einen Gegner vorübergehend zu verwirren, damit er seine Verbündeten bekämpft. Okay. Kämpfe an meiner Seite. Stellung halten. Sia hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Ah, das. Warte mal, hä, Sia? Okay. Ach stimmt, verlangsamen können wir auch noch, ne? Wir haben mittlerweile schon so viel, was ich gar nicht... Was ich schon wieder komplett vergessen habe, dass wir auch verlangsamen können und so. Wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. Oh, das sind echt viele Truppler. Der hat mich nicht gesehen, zum Glück. Ups. Nur noch du und ich übrig.
das wird ein leichter Sieg. Okay, sehr gut. Fertigkeitenpunkt erhalten, nice. Da komme ich wieder zurück, das will ich jetzt ab... Oh. Ist da unten vielleicht was? Nee, ne? Toll, jetzt hat man diesen Scheiß. Ich hab ganz schön auf die Fresse bekommen. Muss ich mich anschleichen, oder? An den? Okay, das war ein krasser Kampf. Ich habe keine Stimpacks mehr. Aber alle Gegner sind tot. Schon gut. Ich habe nur noch die Hälfte meiner Lebenspunkte und alle Stimpacks sind weg. Wieso konnte ich denn jetzt gegen den Typen? Warum konnte ich da nicht einfach all seinen Scheiß abwehren und ihn damit killen mit seiner eigenen Schussattacke? Oder muss ich dafür das Doppellichtschwert drin haben? Ich habe genug von diesem Ort. Bobo Dogs. Ist es generell besser, mit dem Doppellichtschwert zu kämpfen, oder... oder mit dem Einzellichtschwert? Und warum leuchtet es da hinten so? Ist nur eine Lampe, hoffentlich. Ah, sehr gut, ein Speicherpunkt. Das habe ich jetzt gebraucht. Und durchatmen. So, jetzt können wir noch mal gucken. Lichtschwert. Eigentlich finde ich ja das... Eigentlich will ich ja mit dem Doppellichtschwert kämpfen. Eigentlich finde ich ja Doppellichtschwert ziemlich geil. So, Luftangriff drücke, in der Luft F, um ein Ziel unter dir anzugreifen. Das ist bestimmt gut. Luftsprintattacke, Sprintattacke, Fliegerass. Ich glaube, ich nehme das mal. Man kann anscheinend auch Fertigkeiten zurücksetzen, das ist gut. Gut zu wissen. Gut. Testen wir direkt mal. Und weiter. Ja, okay. Hört sich gut an. Ach stimmt, ich kann ja das hier auch. Und das. Rumlaufen? Nope. Okay. Ein Versuch war es wert. Muss ich jetzt nochmal schnell heilen. Man kriegt ja in dem Spiel so hart auf die Fresse. Ich muss mich nochmal schnell heilen. Achso, ups, falsch. Ah, ich bin ein Depp. Und wie kann ich jetzt Doppellichtschwert machen?
Also ich habe den Lichtschwertkampfstil noch nicht, ne? Darum. Sehr cool, huhu. Da sind aber viele Assis. Andrea, huhu. Oh, hi. Na toll. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Okay. Kerl. Schön, dich zu Soll sehen. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Das ist die Inquisitorin. Wir müssen sie ausschalten. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Wow, wow, okay, jetzt war gerade krasser Lex. Muss ich hier hin? Nee. Das war's nicht. Achso, ah, man kann da ran. Ah, jetzt da. Jo, Xerokulus, Xerkulus, vielen, vielen Dank für die nette Nachricht und Dankeschön für dein ganz frisches Sub auf Stufe 1. Freut mich, dass du schon so lange meine Videos schaust und dir die Videos geholfen haben. Sehr cool, danke, danke. Vielen Dank. Aua, okay. Au, oh, okay, ich krieg auf die Fresse, gut, gut, gut. Oh, die kann aber ähnliche Sachen wie auf Kashyyyk, aber. Aber ich hab's nicht mehr drin. Aua, oh, viel Reichweite. Wow! Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Witzig, dass sie den gleichen Kampfstil hat wie auf Kashyyyk in vollen Orden. Das macht dich so, so berechenbar. Jetzt los. Nein. Nein! Oh, das war gar nicht so schlecht. Die kann auch ein paar neue Sachen, was er vorher noch nicht konnte.
Aber macht Bock, ist cool. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Bin ich denn jetzt? Okay. Wahrscheinlich, weil der Bosskampf aus einer Cutscene startete. Ist das jetzt nicht so einfach zu wiederholen? Ich kann die Tür ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Muss ich da erst wieder hin zu dem Fight, oder? Ja, okay. Komm sofort hierher! Ich hätte auch Angst vor mir! Lass uns spielen! Okay, der Kampf jetzt lief sehr gut. Also immer wieder diese Cutscene, aber man kann überspringen. Rechenbar. Nicht schnell genug. Oh, okay. Widersetze dich nicht. Nein. Hilfe bitte. Boah, das ist fies. Ich hol mir deinen Kopf. Was muss ich drücken? Ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss. Na, jetzt habe ich den zwei Stil, oder? Ja. Zwei-Schwester-Kampfstil. Kel kann jetzt im Kampf mit zwei Schwerterkampf. Habe ich zwei Schwester gesagt? Schwerterkampfstil einsetzen. Die Zweischwester ermöglicht schnelle Angriffe und eine verbesserte Machtparade, bietet aber weniger Ausdauer. Okay. Du bist dran, Käste. Ah, da muss man drüber springen, okay. Was muss ich dagegen tun? Gegen diese scheiß Attacke von der. Muss ich mich da einfach ranziehen lassen? Halte F, wenn der Zweischwertestil ausgewählt ist, um die meisten Angriffe einschließlich automatisch zu parieren, erfordert Macht. Asana! Wieso Masana? Du warst ein Jedi-Ritter. So. Bevor du den Orden verraten hast.
Sein Name lautete Massana Tide. Es ist Zeit, dich zu befreien. Oh, Kopf abgehackt. Aber war cool. Direkt wieder ein richtiger fetter Bossfight so früh im Spiel. Ja. Und Second Try geschafft. Nice. Mir geht's gut. Und wenn man sich noch an die erinnern konnte aus dem ersten Teil, dann kannte man zum Teil auch noch die Angriffsmuster von der. Also es hat einem definitiv geholfen in dem Kampf Fallen Order gespielt zu haben. So, und wie kann ich jetzt den letzten Spielstil auswählen? Was deine Lichtschwertkampf können am Meditationspunkten gewechselt werden, hä? Aber ich kann doch hier. Wie kann ich denn jetzt den letzten Stil auswählen? Check das nicht. Achso, ich kann nur entweder Doppelschwert oder Zweifachschwert, glaube ich, haben. Ich bin fast im Arsch, übrigens. Ich hoffe, wenn ich jetzt sterbe, muss ich nicht den Bossfight nochmal machen. Ja, nice. Ja, huhu, Leute, ich bin Flasher. Das finden viele lustig. Und darum habe ich das auch über die Jahre so beibehalten. Und guck mal, da sind wir, Cal Kestis. Weil das ja schon irgendwie ein Erkennungsmerkmal ist. So, meditaten. Ich muss meine Mitte finden. Weißt du Bescheid? So, ausruhen. Kampfstile. Und ich glaube, ich will aber eher Kampfstil wechseln. Ich will aber eher hier. Achso, ah, wartet mal. Ich kann hier die Doppelklinge drin haben, oder? Und hier die zwei Schwerter. Das ist, glaube ich, so mein Stil. Weil hauptsächlich spiele ich, glaube ich, mit zwei Schwerter. Und aber für besondere Situationen nehme ich Doppelklinge rein. So, ups, nee, das, so viel wollte ich nicht. Jetzt will ich aber mal bei dem nochmal gucken, hier bei Fähigkeiten. Lichtschwert. Warte mal, ich kann doch dann jetzt hier Abstandshieb. Halte Rechtsklick und dann Linksklick, um anzugreifen und nach hinten zu springen. Warte mal, kann man noch diesen einen fetten, abgewickelte Schläge? Es gab einen so einen richtig geilen Skill mit dem Doppelschwert-Ding. Gucken, ob das der ist. Oder war das mit dem... Nee, das war mit dem Doppelschwert, oder? Wo man das kurzzeitig auseinandernimmt und so zweimal reinhackt in den Gegner. Das war eine super starke Attacke. Das war eine super starke Attacke im ersten Teil. Rücken, Abwehrstoß, Aufziehender Sturm, kontrollierter Wurf. Mehr. Nee, das ist definitiv nicht. Den will ich wieder haben. Tanzende Klinge, Zwillingsweepern. Bei Fluffangriff verursacht mehr Schaden, bringt getroffene Gegner ins Wanken. Sprintattacke. Ich glaube, wir müssen lieber erstmal. Was haben wir hier noch? Ach, das Verwirrung. Telekinese, Jedi-Konzentration. Ich glaube, wir müssen erstmal hier die Lebenspunkte, glaube ich, ver. Ne, warte mal, wo war das? Hier. Lebenspunkte erhöhen. Das hier müssen wir, glaube ich, mal lernen. Warte mal, jetzt können wir doch hier. Das erste Mal, wenn wir einen Fertigkeitenpunkt zurück ist kostenlos. Anschließend kostet es einen Fertigkeitenpunkt, um alle Fertigkeiten und um die Fähigkeitenpunkte zurückzuerhalten. Alle im Spiel, wo man fertig behältst du. Hä, es kostet einen Fertigkeitenpunkt und man behält aber alle Fertigkeiten? Das checke ich nicht. Also man kann nur zurücksetzen, wenn man einen Fertigkeitenpunkt hat, anscheinend. Okay, machen wir aber dann jetzt nicht. Machen wir erstmal nicht. Okay, passt. Was hat der hier für eine F-Attacke?
Achso, das war dieses automatisch parieren. Genau. Jetzt habe ich natürlich, gut, jetzt habe ich natürlich meine Skills, die ich schon im Einhand-Kampfstil geskillt habe, habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Gong-Droide. Jetzt kann ich damit auf 2 Hand und damit auf... Okay. Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht... Boah, aber der Kampf gegen die 9. Schwester gerade schon wieder richtig Bock gemacht. Was ist das? Aufpassen! Okay! Greif ihn an! Ja. Okay. Aber dass man während des Spielens seine Machtanzeige nicht sehen kann, nervt irgendwie. Ist die jetzt bei mir voll? Ist die nicht voll? Ich kann das nicht einsehen. Oder? Wegmachen, jetzt kann ich mich in Ruhe um den kümmern. So. Sagt er und ließ sich treffen. Okay, das mit diesem automatisch Parieren ist irgendwie weird. Das gefällt mir nicht so gut. Klumpen. Da würde ich gerne mal einen Händler zu finden. Will ich hier lang? Was muss doch hier sein, oder? Sieht nichts. Vielleicht eine Abkürzung für später. Hi, Boat und Bravo. Ihr beide lebt. Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ich möchte gleich nach der Cutscene was zu sagen, die Rocks. BD, ruf die Schiffe. Wir
der Service, den ich erhofft hatte. Bravo. Gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay. Ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Also die Performance ist größtenteils gut. Ich habe größtenteils durchweg 60 FPS, also ich spiele auf 2K-Auflösung und alle die Grafik so hoch, wie es überhaupt nur geht. Alles auf episch heißt es, glaube ich. Und ich habe größtenteils durchgehend 60 FPS, aber ich bin immer mal wieder an einzelne Orte gegangen, wo ich dann so auf 50 runtergedroppt bin und wo man es auch ein bisschen spürt. Also wo man auch hin und wieder ein bisschen merkt, dass man niedrigere FPS hat.